Knopp und ich habe vor 10 Jahren den Beruf der Bäckerin gelernt in einer ganz klassischen Bäckerausbildung. Ich habe Abitur gemacht und dann habe ich angefangen zu studieren und dann war ich ein halbes Jahr im Ausland und habe gemerkt, dass ich gerne was Handwerkliches machen möchte, dass mir das deutsche Brot gefehlt hat und dann habe ich mich entschieden, Bäckerin zu werden. Also in der klassischen Bäckerei arbeitet man mit dem Kneter, in dem der Teig hergestellt wird, dann an einem Tisch, an dem man die Brötchen aufarbeitet, mit der Brötchenpresse und mit dem Ofen. Das sind die Hauptgeräte. In vielen Bäckereien, auch in der ich gearbeitet habe, arbeitet man im Schichtbetrieb. Da gab es verschiedene Schichten. Einmal die Nachtschicht, die hat um 22 Uhr angefangen, die hat die Brötchen gebacken. Dann die Tagschicht, die hat um 5 Uhr angefangen. Und die Spätschicht für die Brote, die hat um 4 Uhr angefangen, also 16 Uhr nachmittags. Der Beruf des Bäckers ist so toll, weil man sieht, was man gemacht hat. Also man kommt aus 8 Stunden Arbeit und hat in der Hand, was man hergestellt hat. Man kann es riechen, man kann es schmecken, man kann es mitnehmen und man kann es auf der ganzen Welt, ohne die Sprache zu können, kann man den Beruf ausüben. Also es gibt viele Möglichkeiten. Wenn man einmal den Bäcker gelernt hat, kann man danach den Meister machen. Wenn man einen Meister hat, kann man das sogar als Grundlage für ein Studium nehmen. Also man könnte Lebensmitteltechniker studieren, man könnte in dem Bereich in Bäckerei, Handwerk auch studieren gehen. Man kann sich selbstständig machen mit einem eigenen Laden. Man kann danach aber auch noch diverse Ausbildungen oder Studien draufsetzen. Ich habe danach Marketingmanagement zum Beispiel studiert und bin jetzt in der Geschäftsführung. Also man hat den handwerklichen Grundberuf und kann da ganz toll und vielseitig drauf aufbauen. Die normale Bäckerausbildung dauert 3 Jahre. Man kann aber auch verkürzen. Wenn man zum Beispiel ein Abitur hat oder besonders gut in der Schule ist, kann man die Ausbildung in 2 Jahren machen. Hier haben wir jetzt dieses Jahr 3 Auszubildende, die im 1. Lehrjahr angefangen haben. Und dann haben wir noch 2 Auszubildende, die jetzt schon im 2. und 3. Lehrjahr sind. Also insgesamt haben wir 5 Auszubildende in der Bäckerei. Bei den Bäckern ist es so, dass wenn man nach Tarif bezahlt, das heißt, wenn man in der Innung ist, bekommen die Bäcker im 1. Ausbildungsjahr 600 Euro, im 2. 700 Euro und im 3. 800 Euro. Der Bäckerberuf ist ein sehr anstrengender Beruf, aber ist auch ein toller Beruf. Das hatte ich eben schon gesagt, weil man einfach sieht, was man gemacht hat, weil man schmeckt, was man gemacht hat, weil man vielen Leuten eine Freude macht. Irgendwie freuen sich alle, wenn man was frisch Gebackenes mitbringt. Und was ich so toll fand an dem Beruf ist, dass man, wenn man die Ausbildung fertig hat, nach Dubai in die Hotels gehen kann, auf dem Kreuzfahrtschiff arbeiten kann, in Mallorca, in der USA, weil alle deutsche Bäcker händeringend suchen und gerne wollen, dass man als deutscher ausgebildeter Bäcker in ihrem Land arbeitet.